dem gemessen wird. Und jetzt haben die Wissenschaftler gesagt, das heißt es. Ich habe jetzt. Ich habe Pullover an. Eine Jacke. Und ein Baumwollshirt. Und verbrennen. Haben die Tiere schon abgedeckt, damit die nicht verbrennen. Das ist schlimm. Das ist durch Menschen gemacht, die Erde erwärmt. Das war mal das Kloster Buchenau. Thank you.
was ich feststellen muss, ich habe eine ganz neue Methode. Eine ganz neue Methode. Ich habe bis jetzt einmal. Ja, aber ich hätte normalerweise schon in Rossbach bei dem alten Motor 2 gekriegt. Hey, ich will auch nicht schon für die Reiter. Ich wollte mal einhalten und jetzt sagen, dass ich mal einhalten. Das ist nicht besser gerade. Muss ja verboten werden, sowas. Da gehört die Regenbogenfahne hin. Zur Unverschämtheit. Das Nazi-Plätzle. Schau mal an. So eine riesige Fahne. Schwarz-Rot-Gold. Frau Merkel hat schon damals die den Politikern aus der Hand gerissen. Und mir? Komm, ich zeig dir an. Ich geh ins Grünenburg.
So, jetzt kaufen wir hier für jeden 20 Kilo Kartoffeln. Und das ist dann die Herausforderung, bis Petersla mit den Sackkartoffeln. Ja, der steht ja bei mir. Ja. Aber da passt ja nichts rein bei dem. Das ist ja alles schon. Go, 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 go.
Sonne schön. Geht's gut mit dem Fahrrad? Zwei Balken. So schön hier an der Wied. Wir fahren von Niederhoppen nach Neustadt-Wied und dann weiter auf dem Bahndamm. Ich habe den neuen PW S1, glaube ich, Motor drin mit 75 Newtonmeter, aber der ganz neue. Und er hat meines Erachtens einen viel geringeren Verbrauch. Wundert mich. Thank you.
bisher haben wir Glück mit dem Regen. Wir haben überhaupt Glück, dass wir es uns gut geht und dass wir es lesen können. Ne? Mir auch, ich habe die Jacke zugemacht. Aber die Kälte kann man doch so ertragen. Ne? Wir haben nämlich Klimaerwärmung. Dann kann man die schon echt ertragen. Wir können ja froh sein, dass es regnet bei der Klimaerwärmung. Weil laut ARD trocknen ja die Meere schon aus, weißt du? Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Und wenn die Wetterkarten sind, ist alles dunkelrot. Verbrennende Menschen auf der Straße. Und wenn die nicht genug CO2-Steuer abdrücken, dann kommen die nicht in den Himmel. Thank you.
Danke. So, jetzt sind wir wieder auf dem alten Bahndamm. Die Erzbergbahn. Richtung Petersla. Oh.